Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Legend. Diesmal mit Skateboy. Skateboy. Fallen euch mit Sicherheit mehrere Sachen auf und das werden wir jetzt alles klären. Nummer 1. Ja, was ist dir passiert? Erzähl mal. Ich bin müde. Ja. Du hast schon wieder kein Skin. Es ist erst 3 Uhr morgens, es gibt überhaupt keinen Grund, müde zu sein. Okay, wir sind müde, weil zweitens, ihr seht schon, hier um uns herum sind mega viele Grundstücke verschwunden. Das liegt nicht daran, dass die Grundstücke gelöscht wurden, das liegt daran, sondern dass weil alle Grundstücke gelöscht wurden. Ach so. Die Grundstücke von mir, Zinus, Skate, Betacrafter und noch ein paar andere Leuten wurden gerade herausgemoved aus der Welt 2 von Leo. Vielen, vielen Dank für deine fette Arbeit auf jeden Fall. Denn das Problem ist, das muss man an dieser Stelle mal sagen, manchmal ist der Zwergenserver 2 nicht erreichbar und ihr denkt immer, der ist abgestürzt oder sowas. Das stimmt aber nicht, der ist nicht abgestürzt, da sind einfach viel zu viele Leute drauf. Und das haben wir jetzt gelöst, indem wir viel mehr Server aufgemacht haben. Wir haben jetzt insgesamt 5 Zwergenserver, auf die man draufgehen kann. Und auf dem Server 2 kann man schon gar nichts mehr bauen, also da wird auch kein neuer mehr dazukommen können. Aber ihr könnt demnächst auf Server 5, wo wir jetzt sind, da könnt ihr drauf. Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht mehr auf Server 2 wohnen, sondern auf Server 5, könnt ihr noch nicht in diesem Video machen. Das könnt ihr irgendwann später machen. Jetzt geht es noch nicht, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Aber dann werdet ihr euer Haus verlieren und das werdet ihr alle verlieren, aber ihr könnt dann mit bei uns spielen. Wenn ihr sagt, okay, mir ist das wert, ich möchte das machen, dann könnt ihr das in der Zukunft gerne machen. Aktuell geht das noch nicht, aber da gebe ich euch nochmal alle Informationen, falls das denn überhaupt geht. Weil A, würden wir dann viele Leute, die auf dem Zwergenserver 2 spielen, entlasten, weil ja sehr viele Leute, die da eigentlich spielen, dann keine Lags mehr haben, weil da viel weniger Leute drauf spielen. Und B, würdet ihr dann bei uns spielen, ne? Also das wäre so vielleicht, keine Ahnung, der ein oder andere, der gerne bei uns spielen will. Ich will bei dir spielen, Clem. Ja, wir spielen doch zusammen, Skate. Das ist toll. Ja, das ist wirklich toll. Naja, das erstmal zu Anfang, weil es hat mega geleckt und dann haben wir gesagt, ja, wir holen ein paar Leute rüber zu Zwergenserver 5, damit die bei 2 besser spielen können und ja, also, um das kurz zusammenzufassen, es gab halt 2 Möglichkeiten letztlich. Entweder hunderte Leute müssen gemoved werden oder wir gehen. Zwangsgemoved, genau. Entweder hunderte Leute werden zwangsgemoved und die haben gar nichts dazu sagen. Oder wir gehen und die Leute, die freiwillig mit uns kommen wollen, gehen freiwillig. Dann haben wir gesagt, ja okay, dann gehen wir. Uns wurden die kompletten Grundstücke halt mit rüber gemoved, ne? Aber das war so viel Aufwand jetzt. Da saßen wir jetzt stundenlang, wirklich bis jetzt gerade saßen wir da dran. Es ist wirklich 3 Uhr morgens. Ja, wann haben wir uns getroffen? Es ist 2.56 Uhr. Ja. Ja, wirklich mehr als 3 Stunden sind wir jetzt hier dran. Wir wollten eigentlich viel früher aufnehmen. Aber Leute, das tut jetzt eigentlich gar nichts zur Sache. Denn demnächst kommt die letzte Folge Minecraft Novus. Die haben Skate und ich aufgenommen. Oh, trollelö. Also es kommen noch 2 Folgen Minecraft Novus. Dann ist das Projekt auch endlich, möchte ich sogar fast sagen, abgeschlossen. Aktuell kommt die auch noch nicht auf diese Welt. Die ist erstmal gesperrt. Bis die Leute, die freiwillig rübermoven wollen, rübermoven können. Damit die Leute sich noch ein freshes Grundstück aussuchen können. Das ist korrekt. Ne? So, egal. Leute. Skateboy. Klüboy. Ich kann bald. Ja? Ich bin so fertig, Alter. Skate ist also, wir sind beide sehr fertig. Wir kommen beide auch nicht mehr auf unser Leben klar, weil wir echt müde des Todes sind. Aber. Es ist so spät. Und wir haben jetzt, wir haben halt heute Morgen, also vor fast 24 Stunden haben wir schon Videos gemacht. Und jetzt ist fast 24 Stunden später und wir sind immer noch auf diesem Server. Wir sind immer noch auf dem Legend-Server. Und es hat sich noch nichts getan. Ich habe schon locker hier auf dem Server mehr als 20 Stunden Spielzeit und das ist mein Haus. Ja, das wollen wir. Auf jeden Fall mehr als Early erreicht hat. Das ist auf jeden Fall was ich in den nächsten Folgen ändern will. Ich will hier so eine Berg. Ich kann jetzt mal kurz zeigen, was ich vorhabe. Ich möchte hier so ein bisschen bergig machen und dann hier so einen Bergeingang haben, wie bei den Zwergen halt, so einen Stolleneingang. Dann möchte ich hier so einen tiefen Stolleneingang reinmachen, der runtergeht. Dann möchte ich hier vielleicht auch noch Berg, dass sich der Berg irgendwie hier so entlang streckt, irgendwie so. So, also ich markiere das jetzt nochmal ganz hässlich mit Erde, so. Du baust im Berg, du bist ein Zwerg. Dann baue ich hier rein, ey. Und dann baue ich hier oben drauf so eine kleine Burg, eine Mini-Burg quasi, hier so. Oder vielleicht nur zwei Türme, so ein großer und ein kleiner, der direkt da dran steht, um so ein bisschen mehr, ey, zu machen. Und das hier kommt, das bleibt natürlich, nein Quatsch, das kommt natürlich komplett weg. Und dann möchte ich hier unten auch noch einen Ausgang bauen. Hier so, da möchte ich hier so ein bisschen in den Berg reingehen und hier so einen Ausgang bauen. Vorher war auch einer, der hat in meinem Grundstück geclaimt, das geht jetzt alles nicht mehr, das komplette Grundstücksplugin wurde neu geschrieben und das kommt auch bald. Und dann kommt auch bald Kev's Klamm und dann können wir endlich mal
aufhören mit Bugfixen, weil alle Bugs gefixt sind und endlich mal zu den neuen Features kommen. So, Skateboy. Was sind denn die neuen Features, lieber Klüm? Okay, sorry, was sind denn die neuen Features, lieber Klüm? Okay. Kevs Klappen kommen zum Beispiel. Ich wusste jetzt gar nicht, ob du das ernst meinst oder ob ich das beantworten soll oder nicht. Ich dachte so für die Zuschauer, so sorry, dass ich ein bisschen dumm geredet. auf jeden Fall kommt bald Kevs Klamm. Das steht ja auch alles auf der Website. Da kann man auch immer nachgucken, was die nächsten zwei Patches sind, die kommen. Oder die nächsten zwei Updates sind, die kommen, weil wir nennen das ja Updates. Das erste Update, was kommt, ist Kevs Klamm. Das kommt jetzt bald sogar, entweder am 29. oder am 30. Dezember. Kann auch sein, dass es sich noch um einen Tag verschiebt, weil wir wollen halt komplett sicher gehen, dass das dieses Mal wirklich dass das dem Ansturm gewachsen ist. Weil jetzt wissen wir ja ungefähr, wie viele Spieler spielen und wir können jetzt gucken, dass wir an den Fehlern, die wir jetzt gemacht haben, schon lernen und dass wir die nicht wiederholen. Nicht wahr, lieber Skate? Skurr! Skurrekt, okay. So, mache ich hier nochmal zu. Ach ja, und eine Sache wollte ich noch ankündigen, Skateboy. Ich mache einen 12-Stunden-Livestream. Krass. Morgen. Mann. Morgen mache ich einen 12-Stunden-Livestream. Und da spielen wir natürlich auch mir? Minecraft Skurrgend. Was? Mit mir? Nee, du bist leider nicht da. Oh, schade. Du bist weg. Skurr. Skateboy ist weggeskurrt. Skurr. Boah. Ja, ich hätte inzwischen auch wieder Hunger. Sollen wir vielleicht was essen gehen um 3 Uhr morgens? BK? Ja, um 9. 9 von BK. Okay, aber das wollte ich auch noch ankündigen. Ich mache morgen einen 12-Stunden-Livestream. Die Uhrzeit weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich werde ich so gegen 2 Uhr anfangen, also 14 Uhr, und werde das dann bis 2 Uhr morgens machen. Ist der nicht zeitgleich zu Zinus 24-Stunden-Stream? Zinus macht ja an Silvester ein. Ah, über 48 Stunden, ne? Ja, Silvester 2017-Stunden-Stream, weil wir ja haben ja dann 2017. Ja, ist geil, Alter. Ja. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich freue mich auch mega. Zu Gast sein. Ja, ich bin auch mega gespannt, wie lange Zinus, also wie krass Zinus das durchhalten kann. Ja, also ihr könnt auf jeden Fall schon mal zu Zinus gehen und in die Kommentare schreiben, auf jeden Fall. Ey, Zinus, richtig Bock auf deinen 2017-Stunden-Stream. Der wird Spaß haben, sage ich mal. Der ist ja jetzt schon mega gehypt. Ja, also ganz ehrlich, ich freue mich auch mega auf diesen Stream. Zinus redet über nichts anderes mehr. Ja. Der sagt immer die ganze Zeit nur, Leute, ich hoffe, ich halte die 2017 Stunden durch. Wenn nicht, dann donate ich 1000 Euro an Klüm. Geil, Alter. Die Klüms-Stiftung für Klüm. So, aber wir haben jetzt auf jeden Fall hier erstmal so ein bisschen was abgerissen. Mir ist schon ein bisschen schwindelig, muss ich sagen, weil ich echt müde bin. Ich bin wirklich schon mehrfach fast auf meinem Stuhl zusammengesackt. Echt? Also, ich war nicht mal in meinem 24-Stunden-Stream so fertig wie jetzt gerade. Nee, ich auch nicht, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber ich habe einen Kühlschrank jetzt in meinem Zimmer mit Cola, es geht also alles fit. Nee, Quatsch. Leute. Das war's erstmal an Infos, die ich euch zuballern wollte. Keine Sorge, ihr seht jetzt, die letzte Folge war UTC, die erste Folge war ein bisschen machen an Gedönsels, aber es wird natürlich auch in Legend Timelapses geben und es wird natürlich auch in Legends mal ein bisschen krassere Folgen geben, aber halt auch die meisten Folgen werden halt mit Skate und oder Zinus sein, weil das so ein Projekt ist von uns dreien, wo wir drei einfach Spaß haben wollen, nicht wahr? Skurr. Skurr. Ja, was soll ich dazu noch sagen, Leute? Habe ich denn noch Kohle? Was haben wir vorhin alles gesungen? Kohle. Weiß ich nicht. Skurr. Wir haben ganz viel gesungen. Ich möchte da, glaube ich, nicht mehr drüber reden. Oh mein Gott. Es ist echt Zeit, schlafen zu gehen. Ne? Wir haben kein Weihnachten, wir haben Skurrnachten. Skurr. Leute, wir sind halt, also gerade Skate, ich möchte ungern mit Skate aufnehmen gerade noch, aber... Ja, ich soll da eigentlich, für mich bleibt nicht mehr viel, ich bin schon hier und warte nur noch darauf, dass ich den Disconnect-Button drücken darf, so. Ja, Skate ist halt wirklich müde. Geht alle mal bei Skate in die Kommentare und schreibt Lieblings-Skate in die Kommentare mit ein Herz. Oh Gott. Kannst mich trotzdem Patrick nennen. Ist okay, außer du hast Hall, dann nicht. Okay, warte. Du kannst mich Patrick nennen. Gute Nacht. Nein, geh mal nicht. Hey, du hast gesagt, ich soll das mit Hall machen. Ja, ich weiß. Du brauchst halt noch ein bisschen emotionale Unterstützung, ne? Ja, ich brauche jetzt wirklich noch eigentlich nur wachbleibende Unterstützung. Ich hab schon wieder so einen Anfall. Kennst du das? Korrekt. Wenn du dann so dir kurz schwarz vor Augen wird und so schwindelig? Ja, das habe ich in der Folge jetzt schon zweimal gehabt.
Genau so fühlt sich das gerade schon wieder an. Ja, Leute, ich werde nie wieder so spät. Ich habe aber, das ist das halt Problem. Ich habe ja gerade gesagt, vielen Dank noch an den Leo. Das ist seine Schuld alles. Weil er war extra so lange wach und hat uns das hier alles eingerichtet. Und das Problem daran ist halt, dass er gesagt hat, so, wenn du jetzt nicht aufnimmst, bin ich beleidigt. Und das kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen. Du kannst ihm die Folge schicken, so, hier, das hast du jetzt davon. Flamed alle Leo. Nein, sagt Leo danke, dass er uns so schnell geholfen hat. Leo hat uns wirklich sehr schnell geholfen. Leo, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Du kriegst auf der Gamescom von mir ein Bier. So, aber ändert trotzdem nichts daran, dass ich extrem müde bin und die Folge jetzt quasi nur noch überstehen möchte. Aber ich habe auch Spaß an der Folge. Also, ich find's halt echt geil. Guck mal, komm mal rüber, bitte. Ich habe gerade wenig Spaß, muss ich sagen. Also ich bin echt fertig. Also ich war noch nie in der Aufnahme, glaube ich, so fertig wie hier gerade. Ja, dann komm trotzdem rüber. Okay, erzähl. Guck mal, wie findest du mein Bodendesign? Kann man sich da rauflegen und schlafen? Das geht. Du bist ein richtiger müder Boy. Ich bin richtig. Ich hab dich nicht in die Aufnahme geholt, damit du mich hier voll gähnst. Aber ich gähne halt. Lass mich ein bisschen 702 Germany. Gern, okay, der war halt nicht mal gut, meine Witze leiden unter mit der Müdigkeit. Weißt du, was ich zu solchen Witzen sage? Was denn? Ja. Hat man das nicht im Chat gesehen? Nein. Hä, da müsste stehen, Skates on the 2 left the game. Nein. Lol. Bist du gelieft? Ja, ich bin eigentlich gelieft, ne? Aber ich wollte dir gerade was schenken. Das kann man machen, ne? Jetzt bin ich bei den Zandaren gerade. Jetzt bin ich wieder bei den Zwergen. Ich bin jetzt dreimal reconnected, jetzt bin ich auch einmal wieder bei den Zwergen. Will mir mal einer erzählen, was hier eigentlich gerade passiert? Auf jeden Fall krankes Abenteuer, das Skateboy da erlebt. Nee, Skateboy, jetzt mal ernsthaft, wo bist du gerade? Was? Ich hab deinen Satz nicht gehört, das war abgeschnitten. Wo bist du gerade, Skateboy? Ich bin über deinem Haus. Ja, ich hab ein Geschenk für dich, komm hier rein. Okay. Erzähl. Ja, steht da, hinter dir. Bad? Ja. Geil, kann man da drauf schießen? Drauf schießen? Aber ich finde das eigentlich so ganz nice. Ich hab irgendwie, wir machen hier natürlich keinen fetten Raum hin, ne? Es wird natürlich alles noch anders, aber provisorisch erstmal. Dann machen wir hier irgendwie so einen Torbogen, was weiß ich. Der wird natürlich auch nicht so aussehen, ne? Obwohl das jetzt schon schöner ist als was andere Leute gebaut haben. Ist ja auch egal. Wir müssen ja gar nicht. Hier bauen wir auf jeden Fall so einen coolen Torbogen hin. So. Und dann kommt man hier so rein in die Base und meine Kisten brennen. Und dann kommt man hier so runter und kann hier so ein bisschen, hey, dies, das, ne, so. Ich möchte die Base natürlich ein bisschen verwinkelt bauen, ein bisschen zwergemäßig so, ne. Richtig cool halt. Und dann haben wir einen Berg mit überall Ausgängen und vielleicht noch einem Turm auf dem Dach. Das war so mein Plan. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Ich gehe ganz dringend schlafen, Skate geht ganz dringend schlafen. Haben wir gerade eine Folge aufgenommen? Ich habe eine Folge aufgenommen, ja. Ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Irgendwie. Ich habe irgendwie die komplette Folge gerade vergessen. Ich weiß gar nicht, über was wir geredet haben. Aber du hast auch nicht geredet. Eigentlich habe ich die ganze Zeit geredet. Das ist voll gut, weil ich weiß halt echt nicht mehr, um was es gerade ging. Okay, alles klar. Leute, verpasst meinen 12-Stunden-Stream. Verpasst meinen 12-Stunden-Stream am... Nee, Zines macht es doch 2017-Stream. Ach so. An Silvester. Leute, verpasst meinen 12-Stunden-Stream am 29., also quasi morgen nicht. 14 Uhr wahrscheinlich geht's los. Bis 14 Uhr dann wahrscheinlich, weil es ein 12-Stunden-Stream, bis 2 Uhr wahrscheinlich, weil es ein 12-Stunden-Stream. Auf den Server kommt ihr dann auch irgendwann bald drauf, wahrscheinlich ab morgen. Klären wir da aber noch, also wahrscheinlich ab heute dann quasi. Klären wir aber noch, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Und dann auch ein bisschen aufnehmen. Schlaft gut. Tschüss.